meine Lieben, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder du vor allen Dingen. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist so heiß, also mein Lüfter ist im Hintergrund an, aber ich schwitze einfach nur. Wie geht's euch denn? Wie waren die letzten Tage? Also bei uns in Bayern ist es natürlich sehr heiß, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, sage ich ja immer wieder. Es gibt ja andere Orte, bei denen ist es wirklich schlecht vom Wetter, da ist Hochwasser durch den vielen Regen, also von dem her alles gut, dann schwitze ich lieber ein bisschen, dann müsst ihr es durch, ich muss dann immer mal ein bisschen tupfen. Also, wie gesagt, was machen wir heute? Heute haben wir die Classic Box und ich bin sehr gespannt. Das ist ja die Geburtstagsedition und ich habe bei einer anderen YouTuberin, bei Franka's Live, wie gesagt, ich verlinke euch das immer sehr gern. Und da habe ich im Video schon gesehen, ein Unboxing. Die kriegt ja im Vorfeld immer schon die Boxen. Da kann man schon immer ein bisschen schauen. Das ist mal ganz nett. Aber man ist ja nicht neugierig. Nein, man will das ja gar nicht wissen. Und das Gute ist, die Boxen sind ja unterschiedlich befüllt. Das heißt, was bei der Fahrkartin sein muss oder kann, muss nicht in meiner Box sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Bitte habe ich noch. Abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Da würde ich mich riesig freuen. Und ich habe auch, ich bin auch offen für Wünsche, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne bestimmte Videos sehen, schreibt mir das gern. Schreibt es mir auch gern, wenn ihr sagt, das geht gar nicht, mach das bitte nie wieder im Video. Ich bin eine Quasselstrippe, ich bin kein ruhiger Mensch, also von dem her, mich muss man stoppen. In diesem Sinne machen wir das Paket auf. Den Klebi, den habe ich natürlich schon aufgemacht. Und was ist der erste Blick? Da, 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 da. Das Schleifchen. Oh, ich freue mich so sehr. Das Pink ist natürlich krass, das muss man schon sagen. Aber es ist eine Geburtstagsedition und von dem her alles gut. Was haben wir wieder drin? Unsere beliebten Flyer, die bei mir nicht angeschaut werden, die schmeiße ich immer gleich weg. Aber schau es mal. Oh, diese Farbe, ist nicht toll? Einfach göttlich. Wir haben ein schönes Schleifchen drum, also nicht komplett, sondern nur hier oben. Aber ich finde die echt toll. Schaut es mal. Boah, voll meins, voll meins. Wirklich schön. Ich bin mit einer der ersten Abonnenten, kann man sagen. Ich habe zwar zwischendurch mal aufgehört für 2-3 Monate und habe aber festgestellt, ich kann ohne die Glossy Box nicht leben. Oh, mir ist immer noch so heiß. Was ist der erste Blick? Da, 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 da. Sehr schön, gell? Glossy Box Magazin Birthday Edition. Happy Birthday to you. Und da kommt, aha, okay, da kommt gleich wieder so eine kleine Leseprobe mit dabei. Ich habe es mir immer mal hingelegt und gedacht, ja gut, das ist eigentlich top. Ist eigentlich eher praktisch für sowas, gell? Aber schreibt es mir mal, habt ihr das schon mal gelesen, diese kleinen Heftchen? Ich bin da echt ganz, ganz lesefaul. Ich würde gerne mal wieder ein Buch lesen, aber ich tue mir so schwer. Man will ein Buch kaufen, dann kennt man den Autor nicht und dann weiß man nicht, oh, ist das was? Weil ich hasse nichts mehr, wenn du die ersten 10 Seiten und das zieht sich so lahm. Ach, das kann ich überhaupt nicht ab. Aber wie gesagt, zum Fächern ist es ja ganz gut. Also nichts gegen den Autor und nichts gegen das Buch, aber mir ist einfach so heiß. Entschuldigt bitte, ich könnte zerschmelzen. Ach, wir haben jetzt schon 29 Grad und auch in der Wohnung, also von dem her, boah, ich gehe kaputt. So, dann machen wir das Klebi ab. Es riecht nach nichts, das finde ich merkwürdig. Merkwürdig aber in dem Sinne, weil ich gedacht habe, bei der Geburtstagsedition ist da irgendein Duft dabei. Man weiß es nicht. So. Wer von euch versucht auch mal den Klebi so ohne Schaden abzumachen, weil das Papier immer so nett ist? Also ich versuche es immer, also ich bin kein Typ, der aufreißt. Außer das Geschenkpapier ist total dünn, da kann ich es gar nicht vermeiden. Aber bei der Glossy Box versuche ich es immer zu vermeiden. Boah, dieser erste Blick, wenn ihr das sehen könntet, nämlich jetzt. Boah, alles in Pink auf den ersten Blick, geil. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber ich bin einfach nur so geflasht. Ich habe mich so gefreut auf die Box, weil ich natürlich auch immer schauen muss, was ist in meiner Box. Was, ich schaue mir natürlich auch gerne andere Videos an, was haben die anderen so drin gehabt. Sind sie enttäuscht, wie gefällt es ihnen? Weil es kann auch mal sein, dann schaust du ein Video und denkst, boah, das hätte ich auch gern gehabt. Aber das finde ich toll. Ich quatsche halt schon wieder viel. Und dann der andere sagt, das taugt mir überhaupt gar nicht. Aber egal, wir fangen mal an. Und zwar, darüber freue ich mich sehr, wegen der Verpackung. Und zwar, das ist ein Scrub. Also das ist ein Kaffee-Scrub. Das ist im Endeffekt ein Peeling. Da bin ich sehr gespannt,
weil letztens habe ich ein Video gesehen, da hat jemand gemeint, sie hatte auch einen Kaffeescrub und da hatte sie das Gefühl, sie konnte sich auch den Kaffeesatz einfach auf die Haut schmieren. Würde genauso stinken und bringt gar nichts. Und dachte ich, okay, ich freue mich trotzdem. Ich bin gespannt. Das Einzige, was ich persönlich nicht so mag, und zwar wenn du in der Dusche dann dieses braune Zeug dann hast, da musst du wirklich genau schauen, dass du das alles wieder schön sauber machst. Ja, aber wir werden sehen, ich werde testen, ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich bin in der Mittagspause und ich muss wieder zum Schaffen. Aber ich konnte nicht abwarten. Okay, was habe ich jetzt? Oh, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das habe ich tatsächlich schon mal in einer anderen Box gehabt. Das finde ich jetzt nicht so toll, das wird auch weiter wandern. Und zwar pflegender Cremeschaum. Das hatte ich schon mal. Ich mag so Schäume schon sehr gern. Allerdings mag ich dieses Bilou nicht so. Mir ist es einfach zu süß. Ich mag schon süße Düfte, aber das ist überhaupt nicht meins. Das wird mal als Geschenk weiter wandern. Ich habe im Bekanntenkreis eine liebe Freundin, die auch Kinder hat, in den pubertären Alter schon. Die mögen sowas. Also von dem her, es wird nicht schlecht. Also alles gut. Bei mir geht nichts verloren. Also das, ja. Dann habe ich, da freue ich mich sehr drauf. Die Glossybox hat ja eine eigene Skincare-Reihe rausgebracht zum Jubiläum. Und zwar habe ich da eine Eye Boost Cream. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich liebe Augencremes, weil, wenn du mal schaust, ich habe schon, gut, ich bin 42, da darf ich das auch schon haben. Ich habe schon meine Fältchen und wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wie ich ungeschminkt oder zumindest mit Foundation aussehe, Augencreme, ganz viel davon, ganz hochgedick. Also die ist vegan. Schaut einfach mal auf der Homepage von Glossybox, die haben da ganz viele Sachen. Glossybox, also zumindest wenn du ein Abo hast, kriegst du es auch, meine ich, 20% billiger. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich lasse es jetzt nur zu, weil ich habe schon noch zwei, drei Augencremes offen und das mag ich einfach nicht. Oder ich schau mal, ob das auf ist. Ach, es ist auf, okay. Ja, wünsche mir auf eine Stunde. Riecht nach nichts. Aber zieht voll schnell ein. Also das ist nicht mein Auge, das ist meine Hand. Das sind die Augen. Aber ich freue mich, das finde ich echt top. Weil Augencremes kann man immer gebrauchen. Ab einem gewissen Alter, glaube ich, ob es was bringt. Ich glaube ja manchmal, das ist genetisch. Und wenn du so ein verrücktes Huhn bist wie ich und so viel gackerst, dann kannst du diese Falten einfach nicht verhindern. Da kannst du schmieren und machen und tun. Ich habe ja von Rossmann so einen Augenroller. Vergiss es. Bringt alles nichts. Dann haben wir ein Produkt, da bin ich jetzt echt total gespannt, und zwar ein Lipstick. Da habe ich in einer Sneak Peek gesehen, was es für Farben gibt, und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich glaube, meine Angst ist auch berechtigt, weil wenn das die Farbe ist... Ich hatte nicht Angst wegen Rot, nein, es gab auch die Farbe Lila. Und das ist ja überhaupt nicht meine Farbe. Wann soll ich das tragen? Zum Fasching? Zum Fasching gehe ich nicht. Also, ich bin ein Faschingsmuffel. Okay. Was ist das bitte für eine Farbe? Braun? Ja. Meine Freude ist ein bisschen, ich rutsche mal daran. Ich habe zwar jetzt, ihr seht es, wie schön warm es mir ist. Ich tue den einfach mal nur drüber, dass man sieht, ob das überhaupt dunkler ist. Uiuiui. Ich mache mir meinen schönen Lipstick gerade kaputt. Hoppala. Hat es mir vor lauter Schminken gleich die Kamera runtergeschmissen. Also wie ihr seht, ich trage ja sowas. Aber es ist schon arg dunkel, oder? Also das würde ich jetzt im Sommer nicht tragen. Im Herbst vielleicht, also eine schöne Herbstfarbe. Aber die mache ich definitiv nachher runter, weil das geht heute bei der Hitze gar nicht. Also überhaupt nicht. Ist nicht meins. So heiß, ich kann euch das gar nicht sagen. Ist eigentlich so unsinnig, da auch ein Video zu drehen, aber ohne ich stelle den Lüfter demnächst einfach wieder hierher. Ja, keine Ahnung. Die Farbe ist eigentlich in Ordnung. Ich hätte mir einen Ton heller gewünscht, aber auf der anderen Seite trage ich ja sowas. Macht aber auch keine gelben Zähne. Wird gleich trocken.
In Bewertung ist er ja gut. Schauen wir mal. Ich will ihn jetzt mal nicht schlecht bewerten. Ich werde ihn, wie gesagt, vielleicht mal am Wochenende testen. Ist für meinen Geschmack keine Farbe, die man im Sommer trägt. Aber mal, es gibt ja auch bald wieder Lebkuchen. Also wird auch der Herbst, Winter bald wieder da sein. Muss gerade mal meine Katze wegschieben. Und dann werden wir sehen. Aber es ist zumindest mal nicht das Lila geworden, weil da hatte ich echt Angst. Also dieses Lila, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, mögt ihr dieses Lila? Das ist so ein Fliederton. Sicherlich kann es sein, wenn du den drauf machst, dass der gar nicht so farbintensiv ist wie der jetzt hier. Muss, wie gesagt, meine Katze, die läuft hier auf dem Tisch rum. Aber ja, mal, das dämpft jetzt meine Euphorie ein wenig, sagen wir es mal so. So, dann haben wir als letztes Produkt, genau das letzte Produkt, Schatz, dann ist nichts mehr drin, ein Translucent Powder. So. Ja, also das kenne ich nicht. Von der Firma CAT, die kenne ich schon. Ich sag, ich muss meine Katze ein bisschen im Blick haben, weil die will gerne mitmachen auf dem Video. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber mal, was mag man schon nicht alles? Kriegt das Verpacken schon mal nicht ab, das ist super. Dem geht es auch so, wenn diese Verpackungen immer so eine typische Kindersicherung haben. Ich glaube manchmal, die sind für kleine Erwachsene so wie mich. Ach, okay, das ist ein durchsichtiges Puder. Nächstes Produkt, wo ich auch nicht wirklich so... Vielleicht sollte ich mich echt mal ein bisschen mehr dran trauen. Ich mag diese transparenten Puder einfach nicht. Ich habe gefühlt 5 Stück im Schrank und denke mir jedes Mal, du solltest sie nehmen. Und gerade wenn das so Schwitzwetter ist vielleicht, aber ich lasse es mal zu. Vielleicht geht es irgendwann mal in eine Verlosung mit rein. Die Verpackung ist top, Schatz, mit dieser Schleife. Das ist nicht nett. Ja, also 2 Produkte, wo ich jetzt, eigentlich 3 Produkte, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen. Ich meine, die Verpackung, das ist schon nett, gell. Aber eigentlich gefällt mir jetzt nur so richtig das Scrub und die Augencreme. Ja, dafür, dass ich so hohe Erwartungen hatte an die Box, muss ich sagen. Ja, aber mei, die nächste Box hat dann was anderes wieder drin. Und dann werden wir sehen, ob mir das besser gefällt. Wie gesagt, wir haben wieder schönes rosa Grüsselpapier. Das finde ich viel schöner wie das schwarze. Nur allein dieses, ich schaue es mal, dieses Pink. Okay, ich bin zufrieden. Mir reicht die Box. Ja, wie gesagt, wir haben einige Produkte und vom Wert her, das schreibe ich euch unten mit rein, das werde ich ein bisschen raussuchen. Das wird schon alles passen, alles gut, aber meistens ist es ja auch so, man muss sich mit diesen Produkten erstmal wieder auseinandersetzen, beziehungsweise wenn, wie ich zum Beispiel, bestimmte Sachen nicht nehme, dann muss man halt irgendwann mal, wenn man ein paar davon hat, einfach mal durchtesten. Bin ein bisschen verwirrt von diesem Lippenstift. Von Weitem sieht er gar nicht so schlimm aus. Ich trage ja solche Töne eigentlich sehr gern, aber wie gesagt, im Sommer mag ich dann lieber nur ein durchsichtiges Lipgloss oder was Helles oder einen Nude-Ton. Aber er hält, er ist trocken, also von dem her denke ich, wird er schon ein paar Stunden aushalten. Ja, was sagt ihr zu dem Video? Gefällt es euch denn? Ja, ein bisschen chaotisch, aber chaotisch bin ich, weil... muss ja nicht jeder gleich sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Video. Eure Heike. So, das war der Übeltäter, der da noch mit wollte. Der wollte unbedingt auch geschminkt werden. Und wer räumt jetzt Chaos jetzt wieder weg? Janosch? Immer der, der fragt. Macht's gut.